Oh, wer bist du denn? Hallo, hallo, ich heiße Konrad und bin Student aus Topstone. Ich reise nach Luxemburg, also werden wir uns wohl für eine Weile diesen schönen Zug teilen. Oh, haben Sie von dem langen Tunnel gehört, der auf dem Weg nach Luxemburg liegt? Wenn der Zug da durchfährt, gehen alle Lichter an Bord aus. Und was noch komischer ist, auch der Zugang zum Luxuswagen soll angeblich abgeriegelt werden. Wer weiß, was manche Fahrgäste im Dunkeln so anstellen. Etwas sehr Eigenartiges muss in diesem Zug vorgehen, wenn der Luxuswagen abgesperrt wird. Aber natürlich, jetzt wird mir alles klar. Luke, mir ist gerade ein Licht aufgegangen. Schnell zum Luxuswagen. Ich folge Ihnen. Luke, der Professor und Flower beschließen eilig, den Luxuswagen zu besuchen. Und dann mal flott. Ich bin mal gespannt, was dem Professor klar geworden ist. So, da wären wir also. Hier geht's zum Luxuswagen. Und was haben wir denn hier? Das sieht mir ganz nach einer Art Rätsel aus. Ich glaube, wenn wir dieses Rätsel lösen, können wir uns Zutritt zum Luxuswagen verschaffen. Ordne die Symbole auf dem Schild richtig an, damit Luke und Professor Layton Zutritt zum Luxuswagen erhalten. Folgende Anweisungen musst du befolgen. Der Stern muss direkt neben dem Mond. Das X als zweites Symbol von links, den Kreis irgendwo links der Raute, den Mond zwei Plätze rechts der Raute. Okay. Also fangen wir mal an. Das Kreuz als zweites von links. Der Stern direkt neben dem Mond. Der Kreis irgendwo links neben der Raute. Der Mond zwei Plätze rechts der Raute. Sieht doch schon fast ganz gut aus, oder? Dann wollen wir mal sehen. Nicht? Ach, Manu. Nun ja, eine Option weniger. Also, das X als zweites von links. 1, 2. Den Kreis irgendwo links neben der Raute. Dann würde das ja hier so passen. Irgendwo links ist ja hier so. Hm? Den Mond zwei Plätze... Ach, zwei Plätze rechts der Raute. Upsi. Verlesen. Dann wollen wir mal sehen. Ja, verlesen kann es klar im Vorteil. Quod erat demonstrandum. Sesam, öffne dich. Das war gute Kombinationsarbeit. Eigentlich wollte ich schon aufhören, als würde ich unbedingt wissen, was im Luxuswagen ist. Na bitte, die Tür ist offen. Mauer erhalten. Damit kannst du Harry in Form bringen. Jawohl. Holla, schauen Sie nur. Das ist ja ein Wahnsinnswaggon. Ja, er ist wesentlich luxuriöser als die Standardwagen. Er muss recht kostspielig sein, so zu reisen. Oh, Professor, dieses Abteil ist ja wirklich umwerfend. Und viel größer als unseres ist es auch noch. Ui, wie schön weich die Polster hier sind. Aber Luke, die Sitze sind doch kein Trampolin. Weißt du nicht mehr, dass ein wahrer Gentleman stets... Oh, du hast recht, die sind ja super weich. Hui! Huch, was macht ihr Herzchen denn in diesem Abteil? Kein Unfug, hoffe ich. Ich störe ja nur ungern, aber ich bin im Auftrag des guten Geschmacks hier. Nun, dann dekorieren wir mal das hier rüber, die zur Seite. Ach nein, das sieht schlimm aus. Ah, hey, Meister Frackfalter. Ja, du, das Rätselgenie. Meinen Sie mich? Mein Onkel, der Chef will, dass ich hier ein paar Blumen in der Gegend aufstelle. Könnt ihr mir vielleicht helfen, wie ich es anstellen soll, dass man sie auch überall schön riechen kann? Natürlich, bei so schönen Rosen fällt das sicher nicht schwer. Nichts belebt die Sinne mehr als das zarte Bouquet frischer Rosen. Hilf Sammy, den ganzen Waggon mit Rosenduft zu erfüllen. Berühre ein Feld, um dort eine Rose aufzustellen oder wieder zu entfernen. Der herrliche Duft reicht genau zwei Felder weit in alle Richtungen, dringt aber nicht durch Wände. Achtung! Überlagert sich der Duft zweier Blumen, wird er etwas zu penetrant. Verteile deine Rosen also gut. Tada!
Mann, bin ich gut im Blumen aufstellen. Nun die Probe aufs Exempel. Quod erat demonstrandum. Dufte. Nur 5 Blumen reichen, um den ganzen Waggon mit rosigem Duft zu erfüllen. Na, ist das so genehm? Oh ja, toll. Nicht zu protzig, aber ein feiner Duft überall das Kot. Der große Häuptling wird's lieben. Na dann, haut euch hin, entspannt euch, genießt die Fahrt im Voluntary Express. Es riecht wirklich gut hier. Ja, ein äußerst angenehmer Duft. Doch zurück zum Ernst des Lebens. Leider scheint es auch in diesem Abteil keine Fährten zu geben. Es schickt sich nicht für einen Gentleman in den Gemächern anderer umherzuschnüffeln. Lasst uns zurück in unser eigenes Abteil gehen. Ach, Professor, muss das sein? Es ist doch schon so spät. Können wir nicht hierbleiben? Luke, der Professor und Flower beschließen, wieder in ihr Abteil zurückzukehren. Also eigentlich finde ich es auch schön hier, obwohl ich irgendwie den Unterschied nicht so richtig sehen kann. Ja, die Vorhänge sind noch toller als im Rest des Zuges. Krieg mich auch gar nicht mehr ein. Ah, Hilfe! Wie seltsam. Auf einmal werde ich so müde. Was ist denn los, Flower? Oh je. Mir fallen auch die Augen zu. Hier, ihr beiden, lasst doch die Spielchen. Oh, auf einmal fühle ich mich auch so schläfrig. Oha, da war was nicht in Ordnung mit den Blumen. Was? Was ist denn da draußen los? Ist das etwa ein Traum? Zwei Züge treffen sich auf einem Rangierplatz in einem dunklen Tunnel. Verschiebe die Waggons und Lokomotiven so, wie die Zahlen es vorgeben. Aber aufgepasst! Wie du siehst, wechseln diesmal nicht alle Waggons das Gleis. Die Wagen mit der Nummer 2 sollen am Ende wieder auf dem jeweiligen Ursprungsgleis stehen. Achso, wir müssen da oben hin. Mack, mack. Raki schiebt ganz wild umher, schalala. Da habe ich mich verbaut, glaube ich. Nee, doch nicht. Es zeigt ja bestimmt gleich an, dieses Rätsel ist in 3 Zügen lösbar oder so. Jetzt kommt's drauf an. Naja, schon ganz schön, dass ich den Schieberätsel so relativ flott gelöst habe. Kinderspiel. Gut gekoppelt. Und so brechen 2 Züge in die Dunkelheit auf. Beide mit dem Waggon Nummer 2 des anderen. Potzblitz, ich muss auf dem Sitz eingeschlafen sein. Wie unachtsam von mir. Hast du eine Ahnung, was sich in diesem Tunnel ereignet hat, Luke? Leider nicht, Professor. Ich habe tief und fest geschlafen. Aber ich habe etwas Seltsames geträumt. Ich träumte, dass ein Teil des Voluntary Express im Tunnel
die Gleise gewechselt hat. Die Gleise gewechselt? Du glaubst also, dass manche Wagen jetzt auf einer anderen Strecke fahren? Luke, das war möglicherweise überhaupt kein Traum. Wenn wirklich Wagen abgekoppelt wurden, sind diese sicher nicht mehr auf dem Weg nach Luxembell. Dann ist das vielleicht der Trick, um zu der Phantomstadt zu gelangen. Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass dies tatsächlich das Rätsels Lösung ist. Ob es in der Phantomstadt spukt? Ich hoffe nicht. Aufgewacht und frisch gemacht, ihr Herzchen! Nächster Halt! Full Sense! Zugestar, macht euch klar! Lasst mir ein Trinkgeld da! Full Sense, hä? Natürlich, das ist die Lösung. Unsere Fahrkarte ins Ungewisse. Der Zielort ist doch angegeben. Wir haben ihn nur übersehen. Wie? Aber wo denn, Professor? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Vor dir siehst du die Fahrkarte, die Luke und der Professor in Dr. Schraders Hand fanden. Auf den ersten Blick scheint kein Reiseziel darauf vermerkt zu sein. Aber nach einem bestimmten Kunstgriff enthüllt die Karte den Namen der Stadt, auf die unsere Helden zusteuern, Full Sense. Der Schlüssel zu dieser Erkenntnis ist die Ziffer, die aus der Fahrkarte herausgestanzt wurde. Welche Ziffer mag das wohl sein? Ein Tipp, schau mal in die Spielanleitung. Die habe ich ja natürlich auch noch, genau. Wahrscheinlich ergeben die Zahlen irgendwie Buchstaben, aber wie ich auch die drehe und wende, machen sie für mich gerade noch nicht so richtig viel Sinn. Ah, ich kann es vergrößern. Also ich glaube, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich die falten muss, weil hier kommt der NS. Wenn ich das dann hier hochfalte, dann verschwindet die eine, dann kommt da schon mal ein E raus. Und welche Ziffer könnte hier fehlen? Da muss ein E draus werden, das heißt, hier muss ein Strich hin, hier muss ein Strich weg, dann würde, glaube ich, das hier Sinn machen. Nun die Probe aufs Exempel. Tada! Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Ganz genau. Die fehlende Ziffer ist die 2. Wenn man die Karte faltet, ergänzen sich die beiden Zahlenfolgen zu einem deutlich lesbaren Namen, Full Sense. Wie es scheint, stand der Name des Reiseziels von Anfang an auf der Fahrkarte geschrieben. Das heißt ja, wir sind schon fast am Ziel angekommen. Ja. Oh, das ist ja seltsam. Wieso ist es schon so dunkel? Was meinst du? Wir sind wohl angekommen. Aber wo ist Flower? Ich kann sie nirgends sehen. Hallo ihr beiden, endlich seid ihr wach. Flower, wo warst du denn? Es tut mir leid, aber das Abteil war so furchtbar stickig. Ich musste an die frische Luft gehen. Du bist allein ausgestiegen? Bist du verrückt? Es ist bestimmt gefährlich da draußen. Wer weiß, was da für Gestalten lauern könnten. Oh je, es tut mir leid. Ich werde in Zukunft vorsichtiger sein.
Luke, ich muss doch bitten. Ein wahrer Gentleman behandelt eine Dame stets mit Respekt. Nun, da wir wieder alle zusammen sind, lasst uns aussteigen und herausfinden, wo wir sind. Das Ziel der Fahrkarte ist die Stadt Folsom, die nur von jenen Reisenden erreicht wird, die in einem bestimmten Waggon des Voluntary Express mitfahren. Offensichtlich hat Dr. Schrader Folsom kurz vor seinem Vorfall besucht. Vor dem Vorfall. Ja gut, ich würde jetzt aber trotzdem sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an, wenn Draki wieder ein bisschen munterer ist, ein bisschen mehr Kaffee getrunken hat und ja, sowieso muss Draki jetzt ins Bett. So, so sieht's aus, so sieht's Klaus, Leute. Ich wünsche euch ja noch viel Freude, viel Spaß, bis zum nächsten Mal hier bei Professor Layton und die Schatulle der Pandora, wenn das nochmal richtig spannend wird.